Yo Leute, am Start der Cube, heute mit dem Xerath Beast Deck Guide. Wie schon angekündigt und verdammt, diese Frau lässt sich knackig spielen, ist meiner Meinung nach nicht für Anfänger geeignet. Also nehmt Xerath wirklich nur, wenn ihr wisst, was ihr tut und was die einzelnen Stats bedeuten, beziehungsweise was man mit ihr eigentlich machen kann, oder lasst es euch erklären. Wenn ihr ein Tutorial zu Xerath wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Habt ihr Wünsche zu anderen Deckguides, schreibt es ebenfalls unten rein. Und wie gesagt, ich suche ja noch mein Squad. Wenn ihr dieses Video verpasst habt, wo ich das Pack-Opening gemacht habe und sogar etwas übermäßig epic, mega ultra seltenes gezogen habe, dann schaut euch einfach das letzte Video an, ist unten in der Beschreibung verlinkt, denn ich suche ja immer noch ein Squad für, ja, Turniere in Zukunft, vielleicht auch ein eigenes. Wie gesagt, ist alles noch so ein bisschen in der Planung und in der Traumphase. Da schauen wir einfach mal, wie sich der Channel entwickelt und das Feedback. Und jetzt seht ihr schon, es ist ein bisschen anders wie sonst. Diesmal ist das Deck schon fertig, denn es ist wesentlich komplexer. Es ist, glaube ich, mein komplexestes Deck, das ich bisher überhaupt aufgebaut habe, um mit dieser Frau überhaupt klarzukommen. Aber holy shit, das funktioniert. Also, wie gesagt, ich nehme eigentlich immer bei Leuten mit physischen Schaden, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, ich mach's und es funktioniert halt auch, den Kriegsherr, ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis. Das sind so kleine Karten, die ich zum Anfang nehme, beziehungsweise nicht direkt am Anfang, sondern halt, wenn ich mal ein, zwei Punkte halt gerade frei habe und diese nicht direkt in eine Karte investiere, nehme ich die mit, denn Lebensregeneration bzw. Lebensraub spielt eine kleine Rolle. Darum nehme ich das Vampir-Elixier mit und einen Angriffstoken kann man allgemein mal eigentlich immer mal dabei haben. Und ihr fangt wie folgt an, beziehungsweise fange ich wie folgt an. Am Ende bleiben folgende Karten stehen. Dieser Leerstahldolch mit den 11er, also mit insgesamt 11 Card Points, ne? 3 kostet der Leerstahldolch, für die, die es nicht wissen, 2 mal eine 3er Karte ist drin, macht 9, plus den 2er Angriff sind wir bei 11. Der Schutztotem mit 3x 3er Lebensraub bleibt zum Schluss hin, zum Endgame hin drin. Der Speer des Rissjägers mit 12, der Donnerspalter und die Klinge von Agarra. Und das funktioniert überraschend gut, was ich anfangs nicht dachte, weil ich dachte am Anfang, okay, ich habe zwar Crit drin, ich habe den Donnerspalter drin, ich habe Damage drin, ich habe Lebensraub drin, dachte ich persönlich am Ende, es wird zu wenig. Natternblitz bleibt auch noch drin, wo ist mein Natternblitz? Da, Natternblitz. Das sind nämlich die letzten 6 Kartenpunkte, denn man kommt mit diesen hohen Karten insgesamt auf 54 Cardpoints und mit dem Natternblitz fülle ich das auf. Meistens nehme ich den aber schon mitten im Match durch die Durchdringung, die man ja irgendwann mal doch braucht. Und hier geht halt auch nochmal der Crit hoch. Das heißt, ihr macht am Ende einen unglaublich hohen Crit. Man kann optional, dazu kommen wir aber gleich, das ein bisschen umändern, dazu komme ich aber gleich. Je nachdem, ob ihr mehr Damage braucht, denn es gibt halt auch Gegner, wo ich persönlich merke, wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen einen Greystone oder so, oder gegen Leute, die eine hohe Lebensregeneration haben, wie Chimera, wird es doch ein bisschen eng und ich merke an manchen Enden, vielleicht brauche ich doch ein bisschen mehr Damage. Das sind aber eher so verfeinerte Dinge. Bisher war da ein Match, wo ich, da war ich weitestgehend positiv. Ich hatte einen 8 zu 2 zu 6, das ist ja noch okay. Aber sonst habe ich wesentlich bessere Runden mit Xerath bisher erlebt. Mit diesem Deck wohlgemerkt. Ich fange an mit Klinge der Härte. Diese Karte wird später ausgetauscht. Ich nehme sie aber erstmal rein, denn ihr seht schon, geht relativ schnell. Ihr nehmt die ersten drei Karten für diese Basics, dass ihr erst ein bisschen Damage habt, dass ihr die Leben habt. Dann fange ich an, je nachdem, wie schnell ich auf meiner Lane vorwärts komme. Und ich spiele bevorzugt eigentlich allein auf einer Lane, dass ich die Karte auch möglichst schnell voll bekomme, um im nächsten Zug den Schutztotem des Zauberers zu bekommen. Den macht ihr nicht voll, den nehmt ihr erstmal nur. Und ja, lasst den erstmal so, wie er ist. Um dann wiederum die windschnittige Klinge zu nehmen, für ein bisschen Geschwindigkeit. Die könnt ihr wieder hoch, boah, also bis sie voll ist halt, wird später halt dann auch eingetauscht. Dann habt ihr sozusagen erstmal stehen, Klinge der Härte, voll. Schutztotem des Zauberers, optional, würde ich aber nicht empfehlen, direkt diese Karte voll zu machen. Ich lasse sie erstmal ohne Aufwertung. Die Aufwertungskarte des Schutztotems mache ich erst später, entweder wenn ich merke, okay, das Gegnerteam ist sowieso very, very bad und ich kann es mir leisten, habe halt genug Kartenpunkte, habe genug Kills gemacht, dann schleuse ich die als dritte bzw. vierte Karte voll. Ich würde aber davor empfehlen, noch die windschnittige Klinge halt voll zu machen. Wenn ihr das habt, seid ihr ja auf einem bestimmten Level, sage ich mal, dann zockt ihr wieder, bis ihr so ein paar Kartenpoints habt. Beziehungsweise wenn ihr merkt, mir fehlt was, also ich komme jetzt gerade gar nicht voran, ich komme gar nicht klar,
dann würde ich zum Beispiel auch am Anfang noch die Lazarus-Klinge empfehlen. Warum die Lazarus-Klinge? Die Lazarus-Klinge kann am Anfang wirklich helfen. Diese Karte habe ich aber nur drin, weil ich sie auch nur, ich sag mal, was heißt, ich benutze sie nur bedingt. Ich nutze sie nicht in jedem Match, weil der Effekt von der Lazarus-Klinge ist ja folgender. Und zwar Standardangriffe auf Dschungeluntertan fügen mehr Schaden zu und Standardangriffe auf Dschungeluntertan stellen auch 8 Leben wieder her. Das ist ganz gut, um mal schnell, wenn man ein bisschen Leben verloren hat, sich wieder nach oben zu pimpen, gerade weil es ja sowieso Kartenpunkte gibt, wenn man in den Dschungel geht. Und die kann helfen. Ich nehme aber keine Boni rein, also keine Karten rein, da es sowieso kein Bonus gibt, wenn man diese Karte halt voll aufwertet. Das ist eine aktive Karte, das heißt, man muss diesen Effekt aktivieren und ab Cooldown ist, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Weiß ich gar nicht. Oder war das passiv? Ne, ist eine passive Karte, das war nicht die aktive, sorry, bin ich falsch. Auf jeden Fall ist diese eher, ja, optional. Der Donnerspalter hingegen ist später, genau die Karte meinte ich, die ist später essentiell. Hier sind auch die 20 Sekunden Ablenkzeit. Die ist essentiell, denn ihr braucht später die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr genug Kartenmacht habt, werdet ihr die windschnittige Klinge durch den Donnerspalter ersetzen. Das heißt, der Donnerspalter kommt rein, windschnittige Klinge kommt raus. Die Klinge von Agora packt ihr auch erst rein, entweder zeitgleich mit Speer des Rissjägers, also mit dieser Karte. Die müsst ihr nicht unbedingt direkt voll aufwerten, wenn ihr sie habt, würde ich darauf allerdings auch mein Hauptaugenmerkmal setzen, denn die Klinge von Agora, warum kostet die 6 Punkte? Ganz einfach, die gibt 100% kritischer Trefferbonus obendrauf. Viele Karten haben ja 50% und das ist schon viel. Aber 100% zu dem des Rissjägers, der ja sowieso nochmal 8% gibt, plus dem, was ihr ja an Basisstats drin habt, diese 4 und noch 3x12. Habt ihr eine Ahnung, wie heftig ihr durchdrückt einfach euren Damage, wie ihr Chimera auf die Glocke gebt, wenn der Gegner den nicht 100%ig gut spielt? Denn es ist richtig, vielleicht hat der eine oder andere schon mitbekommen. Ich habe hier ein bisschen Damage drin. Okay. Ich habe hier nur Speed drin. Ich habe nur Durchdringung drin und halt hier oben bei diesen Karten der einzige Damage ist dort vorhanden, denn hier ist ja Lebensraub drin. Aber durch diese unglaubliche Crit-Kraft, die ihr macht, bei diesen, weiß ich gar nicht, wo ich am Ende bin, ich glaube bei 200 normalen Schlagschaden, aber durch diesen Crit, wo ich da irgendwo bei 180-200% bin, verdoppelt der sich einfach. Und mit der Geschwindigkeit, auch gerade vom Donnerspalter noch, da es ja sowieso denn direkt der Standardangriff im Umfeld direkt auf feindliche Einheiten übergeht, wenn man schlägt, das ist schon hart. Also, das ist heftig. Oh. Aber genau aus diesem Grund würde ich zum Beispiel den Natternblitz. Ist wichtig, sicherlich, die Durchdringung mit allem drum und dran. Man könnte hingegen allerdings auch nochmal Schaden reinnehmen. Ich sag mal, es wäre nicht verkehrt. Denn Klinge der Härte, ich bin gerade noch so ein bisschen am Anpassen. Wie gesagt, darum nenne ich gleich diese Optionalität. Ist das ein Wort? Wir nennen es jetzt einfach mal Optionalität. Diese Option in diesem Deck, dass man Klinge der Härte am Ende auch drinnen behalten kann und zum Beispiel den Natternblitz draußen lässt. Dazu macht man einfach Klinge der Härte, passt man nur Kartenpunkte technisch an und hat eben aber mehr Damage, weil ja nochmal der voll aufgewertete Bonus von 12 dazukommt. Ich glaube, das könnte ich eigentlich direkt mal machen. Denn dann kommt man auch schneller mit der Karte rein. Pass auf, das machen wir auch einfach mal. Und das geht gar nicht, weil ich habe nur zweimal. Okay, dann muss ich noch einen Zweierangriff reinnehmen. Dann machen wir das so. Dann ist die Karte bei 7. Und dann müssen wir eine andere Karte mal ein bisschen runterschrauben. Dann müssen wir erstmal gucken, welche Karten wir wieder runterschrauben. Weil die kommt ja, glaube ich, später weg. Die Karte bleibt drin. Das ist aber der Damage, den Damage will ich nicht runterschrauben. Hier habe ich keine Einer-Karte mehr, hier habe ich schon Einer-Karten drin. Da muss ich echt mal gucken. Nehme ich hier bei Rissjäger, nehme einfach eine Dreierwunde raus und packe eine Zweierwunde rein. Dann ist Crit im Prinzip, das ist so unwesentlich, was das runtergeht. Das ist trotzdem genauso krass. Und dann haben wir hier den Kartenpunkt. Dann würde ich euch empfehlen, lieber Klinge der Härte noch drinnen zu lassen. Darum habe ich gesagt, die Option, dass ihr Klinge der Härte dann drinnen lasst. Die Leerstalldolche zwischendurch rein, je nachdem wie ihr den Damage braucht. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, okay, ich brauche keine Geschwindigkeit am Ende mehr, ich lasse den Donnerspalter draußen, ich lasse Klinge von Agora draußen, der Rissjäger reicht mir. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber ich würde Klinge von Agora hauptsächlich mit reinbehalten. Geschwindigkeit braucht ihr später nicht mehr, so heftig, sage ich mal. Donnerspalter ist dahingehend vielleicht auch ein bisschen optional, da es einfach daran liegt, dass ihr so viel Damage macht und sie ja jetzt nicht so langsam zuschlägt, zum Beispiel wie Narvesh. Narvesh ist ja unglaublich langsam, ist aber auch eher ein Supporter. Das wäre zum Beispiel ein ADC.
drei, vier Schläge Standard, da habt ihr nicht mal irgendeinen Skill benutzt, ist der weg. Ist relativ Standard. Darum, ihr seht schon, diese Frau ist sehr, sehr vielseitig. Ihr könnt aber genauso gut sagen, halt, darum sage ich, ich will nicht so viel Lebensraub, brauche ich nicht. Der nehmt da halt auch beim Lebensraub ein bisschen was weg und haut das wieder auf den Damage drauf. Wir werden dieses Deck live testen. Ich werde mein 3. Match dann halt gleich mit diesem Deck versuchen aufzunehmen. Aber wie gesagt, das ist manchmal auch deckabhängig. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Deck von Seraph. Da seht ihr, das ist völlig anders. Versprecher for the Wind, Schwanz im Mund, like Allotrix, die erste. Es ist völlig anders aufgebaut. Hier gehe ich mehr auf Schutz, hier gehe ich mehr auf Durchdringung, hier gehe ich mehr auf Speed. Das ist vielleicht eher so ein Standard-Anfänger-Deck für Seraph, weil das funktioniert auch sehr gut. Im Prinzip ist es hier, egal wie ihr vorgeht, ich fange meistens an mit windschnittiger Klinge, dem Leerstahldolch, Klinge der Härte, zum Schluss dann eher so die Frühlingslaterne bzw. Fackel des Ursprungs. Je nachdem, wie gestaffelt die Gegner sind, machen sie eher Standard-Damage, machen sie eher Fähigkeits-Damage. Da könnt ihr dann unterscheiden. Wie gesagt, hier habt ihr auch nochmal das Deck. Wenn ihr wissen wollt, was drin ist, könnt ihr ja Pause drücken. Ich denke mal, ihr erkennt die Zeichen ja, wenn ihr das Video auf HD stellt. Es ist relativ einfach gestaffelt. Das wäre zum Beispiel noch mein Extra. Greystone könnte ich halt, wie gesagt, noch ein Deck halt raushauen. Grux könnte ich noch einen machen. Feng Mao könnte ich noch einen machen. Chimera habe ich erst einen gemacht. Lieutenant Billig habe ich noch ein super Deck. Gideon habe ich noch ein super Deck. Und für die anderen auch, aber seit halt Monolith draußen ist, habe ich die gar nicht mehr großartig gespielt. Auf Wunsch würde ich mich dessen aber annehmen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Deck, denn ihr merkt schon, es gibt sehr, sehr viele Optionen, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Nochmal zum Abschluss zu kommen und so eine kleine kurze Zusammenfassung für die vielleicht, wo es jetzt zu schnell ging oder die da nicht so richtig mit hinterher kam. Klinge der Härte bleibt drin. Die nehmt ihr auch am Anfang, so erste Karte, die ihr nehmt, bleibt drin. Zweite Karte, der Ward. Nicht aufwerten. Dritte Karte, die windschnittige Klinge. Windschnittige Klinge und Klinge der Härte voll. Ein bisschen zocken, bis ihr wieder ein bisschen Polster habt. Leerstahldolch reinnehmen. Leerstahldolch aufpimpen. Windschnittige Klinge raus. Donnerspalter rein. Klinge von Agora rein. Noch nicht voll aufpimpen. Je nachdem könnt ihr auch schon einen der beiden Leerstahldolche dann rausnehmen. Vergesst aber nicht, dass ihr den 11er bis zum Schluss braucht, um auf 60 Kartenpunkte zu kommen. Darum lieber erst den 12er rein. Der ist dann nicht ganz so wichtig. Beziehungsweise den 9er, nicht den 11er, entschuldigt. Ja. So, dann könnt ihr Klinge von Agora und Donnerspalter hochziehen bis zum geht nicht mehr. Sperr des Rissjägers halt noch rein, ne? Oh, und dann war's das eigentlich. Dann seid ihr auf 60 Kartenpunkte. So in etwa müsste es laufen, so in etwa müsste es funktionieren. Seraph ist ja auch nicht für Anfänger geeignet. Ist dementsprechend auch ein bisschen schwer. Ich habe euch jetzt zwei Decks gezeigt. Eins genauer erklärt, das andere am Rande. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim 300. Paragon-Match. Ich könnte theoretisch das auch mit Abonnenten machen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wer mit mir zocken will, wie gesagt, hatte ich am Anfang des Videos erwähnt, ladet mich ein, schreibt mich an. Bis die Tage, haut rein, euer Cube. Viel Spaß bei Paragon.